Hi und herzlich willkommen zurück zu UFC 3, dem interaktiven Let's Play. Und heute steht an, man sieht es hier, ein Rivalitätskampf. Da müssen wir natürlich erstmal auf das Kampfangebot gehen und ja, da ist er, Daniel Parra. Daniel Parra, der uns seit der Indie-Liga quasi verfolgt. Da müssen wir mal kurz gucken. Ob wir mal was anderes machen. Ring habe ich jetzt, um ehrlich zu sein, noch nicht so Lust drauf. Jiu-Jitsu noch weniger. Ja, gut, okay, machen wir Ring. Obwohl wir. Ja, gut, okay, komm. Bam, bam, bam. Wir haben 3 Wochen Zeit, uns so richtig gut vorzubereiten. Da gucken wir mal, was so geht. Rematch zwischen Phil Taylor und Daniel Parra findet in Las Vegas, Nevada, USA statt. Anstehender Kampf. So, hier wollen wir gleich unter Lernen. Füge deinem Trainingspartner innerhalb von 60 Sekunden einen Niederschlag zu. Das wird man hinkriegen. Zeig mir in diesem Drill mal, was du im Kampf im Stand drauf hast. Ich möchte einen Niederschlag sehen. Da. Als ob. Wahrscheinlich. Nächstes Mal läuft's besser. Ja, weil wir das jetzt nochmal machen. Kann doch nicht sein. Niederschlag, das ist doch nichts. Erneut versuchen. Kann nicht wahr sein hier. Okay. Komm her, du Sau. Stand, Niederschlag. Bam, bam. So einfach ist komm. Das in diesem Duell. Schon wieder nicht? So reicht das noch nicht. Ja, aber wie? Das war zu wenig. Nächstes Mal wird es besser. Wie? Okay, nochmal neu. Ganz cool dann. In diesem Duell geht es halt darum, die Schnauze. Im Kampf den Stand einen Niederschlag zu erzielen. Junge, lass mich doch mal machen! Dummer Zalter. Komm her, komm her.
Ja, moin, er braucht nur einen Haken, weißt du? Ja, das war's schon wieder mal. Ey, Junge. Beim nächsten Mal läuft es besser. Da halt die Schnauze, nichts beim nächsten Mal. Mir ist auch gerade aufgefallen, wir haben wahrscheinlich das falsche Boxing-Ringlager ausgewählt. Also gut, das sollte man erst machen, wenn man erfahrener ist. Hol dir einen Niederschlag. Ist klar, weißt du? Okay. Junge, du sollst in den Teil gehen. Ja, das wird natürlich wieder nichts. Super, mach weiter so. Nee. Hol dir den Niederschlag. Okay. Wir sollten das noch einmal machen. Noch einmal, noch einmal, noch einmal. Okay, gucken, wie es jetzt geht. Warte mal. Das sollte man noch hinkriegen. Kampf im Stand. Ich will einen Niederschlag von dir sehen. Komm her. Komm doch her, du. Ist klar, weißt du, er braucht nur drei Hiebe, gefühlt. Zählt das? Ja! Nice! Entschuldigung. Meiner. Oh Mann. Der Moment, wenn es einen richtig mitnimmt. Nice. Okay, zweite Woche. Führe einen Tekton und führe einen Tekton durch und gehe per Positionswechsel in die Vollmount. Ja, das sollte man hinkriegen, glaube ich. Glaube ich. Ich habe auch eben gesagt, wir kriegen einen Niederschlag easy hin. Also. Einen Takedown zeigen und dann in die dominante Mount kommen. Das reicht noch nicht. Das kannst du besser. Ja, klar. Vorsicht mit dem Bein, sei dominanter. Mehr Einsatz, du musst in die dominante Position kommen. Digga, Alter, ey, schmier nicht. Versucht er mich zu choken, ich glaube es halt. Wir müssen an deinem Grappling arbeiten. Ja, Schnauze. Sonst bekommst du die dominanten Positionen nicht. Deswegen machen wir das gleich nochmal. Hey. Also gut, in diesem Drill will ich einen Takedown sehen. Und dann die dominante Mount. Los, komm schon, befrei das Bein. Du musst dominanter sein. Geh wieder zurück in die dominante Position. Mehr Einsatz. So einfach geht's. Mann.
Yodoka. Haben wir freigeschaltet. Okay, so. Ne, danke. Da gucke ich lieber Farbe beim Trocknen zu. Das ist gemein, du Arsch. Komm, wir müssen den Kampfhype echt steigern. So, und Wochen 3, kurz vorm Kampf. Führe einen Takedown gegen deinen Trainingspartner aus und gehe in die Half Guard. Also kurz vor der Full Guard. Hol dir in diesem Drill einen Takedown und komm dann in die Half Guard. Das habe ich eben vorgelesen, ja. Weiter, das ist klar. Geht besser. Aggressiver, danke. So wird das nichts mit dem Takedown. Du brauchst eine dominante Position, sei aktiver. Ja, das war's. Arbeite an deinem Grappling, sonst wird das okay. Nichts mit den dominanten Positionen. Ja, das war, weil ich die ersten beiden Ansätze verkackt habe. Ja, klar, komm. Okay, in diesem Drill geht es darum, über einen Takedown in die Halfguard zu kommen. Ja, das ist aber das Problem, wenn er mal abfährt, Junge. Noch zu schwach, vor allem ja, weil die Zeit nicht ausgereicht hat. Naja, gut. Okay, alle guten Dinge sind 3. Hol dir in diesem Drill einen Takedown und komm dann in die Halfguard. Das kannst du doch wirklich besser. Ist klar, als ob er dann immer noch abwehrt. Du bist zu passiv. Hol dir die dominante Position. Wir müssen an deiner Kontrolle aus der dominanten Position arbeiten. So ja, mein Gott. Okay, nochmal neu. Aber lieber jetzt nochmal scheitern als gleich im Kampf. In diesem Drill will ich erst einen Takedown sehen und dann eine Halfguard. Alter, das ist nur, weil er die ganze Zeit diesen Scheiß Double Leg verhindert, verhurte Scheiße, ey, ohne jetzt. Du bist aus der dominanten Position. Ja, ich weiß. Halt die aus Klappe, ey. Situation musst du mehr machen. Okay. In diesem Drill musst du mir einen Takedown zeigen und dann in die Halfguard kommen. Los, hol dir den Takedown. Okay, das reicht. Los, du musst in die dominante Position, nicht so passiv. Kannst du auch mal was durchlassen? Du musst an deinem Grappling arbeiten. Du musst besser in die dominanten Positionen rein. Okay, komm, noch einmal. Ich höre da ja auch nicht auf. In diesem Drill einen Takedown und komm dann in die Halfguard. Du musst dir den Takedown holen. Lass nicht nach, häng dich weiter rein. Das geht besser. Komm schon, das ist zu passiv. Hol dir die dominante Position. Du musst mehr Mann, ich war schon so kurz davor. Im Ernst, ey. War schon so kurz davor. Ey, komm, jetzt muss es klappen. Erneut versuchen, ey. Ich kann kotzen, echt. Okay, in diesem Drill geht es darum, über den Takedown in die Halfguard zu kommen. Schöner Strike. Hol dir dann direkt den Takedown natürlich. Hinterher. Hol dir den Takedown. Nein, da erwarte ich mir mehr von dir. Das hat mir nicht gefallen, das war zu wenig, was die Kontrolle aus der dominanten Position angeht. Ein noch, komm. Hol dir in diesem Drill einen Takedown und komm dann in die Halfguard. Nein, mehr Einsatz. So wird das nichts mit dem Takedown. Einsatz. Ja, natürlich wird's so nicht. Nein, du bist zu passiv. Komm in die dominante Position. Alter, ne, ich bring diesen Trainer bald um. Wenn du in der dominanten Position bist, musst du mehr Kontrolle haben. Das reicht so noch nicht. Komm, fick dich, Alter. Mach deinen Scheiß selber, Junge.
Mann, ey. Ich besieg den auch so. Ich boxe ihn einfach kurz um und dann ist gut. Kann ich immer alles gut laufen. Hoch, haben wir wenigstens geschafft. Mal hin. Vielleicht kommt auch jetzt die erste Niederlage, mir aber egal. Mann, ohne Witz. Ging mir das eben auf den Keks mit den. Mit dem. Du musst in die dominante Position. Was versuche ich denn? Diese Trainer, ne? Das hätten sie beim müssen sie beim nächsten Spiel echt fixen. Jedes Mal dasselbe sagen. Ich bin 23, er ist 26. Ich habe 1,70 Meter, er 1,73. 61 Kilo, 61 Kilo und 1,75 Reichweite und 1,68 Reichweite. Das sind die Unterschiede. Eve Levine. Levine draws the assignment here. Ready? Here we go. All right, so here we go. Okay, I'm just kind of respect. Perhaps there will be a little bit of a feeling out process here. Both guys were trying to put the emotions out of the equation here tonight. But it is rival versus rival under the lights here tonight. And he's eating some shots. All right, first round is underway, and no surprise that his opponent's guard is high. He has done his homework. He has watched film. You know about these powerful overhand punches, a big part of his game plan every time out. We'll see if he can get it going here early in this one. Oh, he has mastered the range here, timing his shots nicely. That uppercut will work. That one hurt. Oh, and he gets the single leg takedown, Joe. That's his best shot. Found the target with that left hand. Good control, postures up. Oh, nice work from the bottom. Tags him with the punch. Cool. All right, so he just decides to get up here, Joe. Able to check the high kick. Well, he's doing a nice job keeping the guard up, but that usually means the body is wide open, and his opponent wisely saw that and landed the straight hand to the body. Let's see if he shores some things up here defensively to prevent that fate moving forward. There's a kick. Good defense there. These guys are swinging. Oh! He clips him with an uppercut. He's got him here. Big straight punch. Nice leg kick. Oh, he might be out. He's hurt. Whoa. Na komm. Back up again. Very nice leg. Ooh, sehr schön. Can't take too many of those. And he lands the hook.
kick. All right, 45 seconds now to go on the round. How about that chin? Huge block there. Shot a right hand through right there. It appears that cut is getting worse. High kick! He hurt him! Oh, he nailed him! Round two coming up! Alter! Da hat er sich nochmal gerettet in die Pause, ey. Da hat er sich nochmal gerettet, Kurt. Das wird nicht mehr lange gut gehen für ihn, es sei denn, ich verliere die Konzentration. Das war eine geile Szene. Also eben die Szene mit den beiden Kicks, das war meine Lieblingsszene. Komm, komm. Das war's. Beautiful, accurate uppercut that got him the win. Well, Joe, you knew if he landed that weapon repeatedly, it could be a short night for his opponent. But that was just one perfectly placed strike that his opponent candidly didn't even see coming. It landed flush, and the rest, as they say, is history. Da kam die rechte. Bam. Let's take a look at that again. And here it is again. Crank. Right on the jaw. So a strong candidate for some bonus money there. A huge knockout for him here tonight. Near perfect execution. We'll be talking about this result for some time. Ladies and gentlemen, referee Eve Levine is going to start the contest at 26 seconds of round number two. Declaring the winner by knockout, Taylor. All right, so the celebration is on in the corner and he is certain. Alles klar. Gut, und wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Ciao. Noch nicht ganz zu Ende. Und zwar, wir haben ihm gerade ein Talent Vertrag bekommen. Das ist halt einfach nur ein bisschen mehr Geld und so weiter. Und wir haben jetzt neue Möglichkeiten, gegen andere zu kämpfen. Aber was viel wichtiger ist, ist Joe Sotto. Der Joe Sotto 135. Schreibt, ich bin die Zukunft, Phil Taylor, du bist die Vergangenheit. Wie möchtest du antworten? Mir ist komplett egal, gegen wen ich kämpfe, vielleicht kämpfe ich als nächstes gegen dich. Es heißt, du hast richtig viel drauf. Ich glaube, wir begegnen uns bald. Oder du bist die Zukunft, gegen mich überstehst du nicht mal die erste Runde. Frage ist, wie ich antworten soll. Ich würde, glaube ich, damit gehen, dass wir das so machen. Es heißt, du hast richtig viel drauf. Oder? Warte mal. Eigentlich sind wir ja so... Wenn es von ihm auskommt, dann können wir ja auch pissig zurück antworten. Wir sind mal großkotzig. Wir sagen einfach mal, du überstehst nicht mal die erste Runde. Gucken, wie das wird. So. Und das ist unser nächster Rivalitätsgegner. Bis dahin. Ciao.